Die Schweizer Hockey-Nazi auf Visite. Zum Auftakt in die Olympiasaison besuchte die Nationalmannschaft das Kinderspital Zürich und beeindruckte. Später in dieser Sendung. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Ciao, boy. Hallo. Doch, das ist ein Geschenk. Danke vielmals. Hi, Milos. Die Schweizer Nazi auf Besuch beim 18-jährigen Milos. Milos ist nierenkrank und muss mittels Dialysemaschine sein Blut reinigen. Ganze 4 Stunden lang. Er erklärt seinen Idolen, wie die Maschine funktioniert. Ich darf nicht bewegen, sonst tut die Maschine blöd. Ja, dann geht es noch ein bisschen länger. Zu den Lieblingsspielern von Milos gehört ZSC-Hühne Ryan Gardner. Plötzlich werden aber Gemeinsamkeiten zu einem anderen Spieler entdeckt. Segi, komm. Segi. Matthias Seger. Ist Nachbar von dir gewesen, oder? Ja, wo bist du aufgewachsen? Uzwil. Wo? Also in Niederuzwil. In Niederuzwil, ja. Ja. Wo sind die? Ich bin auch in Niederuzwil aufgewachsen. In der Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse? Ja. Ich bin. Also ich habe in Bachmatt gewohnt. Ja, lässig, ja? Ja. Wen hast du auf die Wunschliste gehabt? Félicien Dubois. Dubois, Félicien, klar. Im Spitalrestaurant trifft die Gruppe auf Dave. Der 12-Jährige sitzt wegen einer Muskelkrankheit im Rollstuhl. Wie lange spielen Sie schon? Bist du Schweizer Nazi? Schweizer Nazi, ja, ich bin noch nicht so erfahren. Also ich habe erst einmal Weltmeisterschaft gespielt. Und sonst dabei im Kreis bin ich schon seit 4 oder 5 Jahren. Dann gibt's noch ein persönliches Geschenk von Félicien Dubois an Dave. Danke vielmals. Bitte, hast du gern geschehen. Und zurück geht's zu den Zimmern. Kurz Zeit für die Spieler, die ersten Eindrücke zu verarbeiten, nachzudenken. Das ist das Ziel von Ralf Krüger. Ab und zu in unserer Welt bleiben wir in so kleine Kreise, wo man nicht mehr in die normale Welt hineintaucht. Und heute sind wir in eine schwierige Normalwelt hineingetaucht. Und diese zeigt uns auf, auch wie gut es uns geht und dass wir unseren Beruf ausüben dürfen, den wir lieben. Die nächste Begegnung. Patrick Bertschi und der kleine Jan. Der 10-Jährige musste sich wegen eines Geburtsfehlers am Bein operieren lassen. Der Besuch des Sportlers eine willkommene Abwechslung. Auch wenn eine kleine Frage offen bleibt. Jan, weißt du, wer das ist dann neben dir? Nein, eigentlich nicht. Kein Problem. Die beiden haben ja jetzt ein wenig Zeit, um sich kennenzulernen und gemeinsame Interessen zu finden. Hast du sicher schon viel gelernt? Nein. Nicht? Lieber Gamer, hä? Ja, das war bei mir eigentlich so. Jetzt habe ich gesehen, dass er da am Gamen ist und so. Und dass er James-Bond-Film gerne, den haben wir vorher besprochen. Das sind so Sachen. Und, ja, ich denke, ich hoffe, dass wir ihnen auch eine Freude machen mit dem. Und ja, für uns ist es sicher etwas Schönes. Der Tag wird also nicht nur bei den Kindern oder hier auf den T-Shirts Spuren hinterlassen, sondern ganz im Sinne von Coach Krüger auch bei den Spielern. Okay. Ich habe keine Kinder jetzt noch nicht, aber ich will und ich hoffe, dass das nie passiert. Ich glaube, es ist mehr schwieriger für die Vater und die Mutter. Aber für mich, ich nehme das, jeder Tag ist speziell und das, ich muss glücklich sein für jedes Monat, das ich habe. Die Schweizer Nazi auf Besuch im Kinderspital. Eine eindrückliche Erfahrung auf dem Weg in den Olympiawinter. Wie heißt du? Ja. Hallo.